Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken aus der wunderschönen Stadt Sipol. Ja, in der letzten Folge haben wir hier eine Führung durch die Stadt beendet. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg in Richtung Hauptquest, es sei denn, wir laufen noch an einer Nebenquest vorbei. Wie sie zum Beispiel dort ist. Okay, sehr elanvoller Sprung. Katze! Ja, eine Katzenquest. Ich mag Katzen. Und? Wirst du ihr nun nachlaufen? Ich laufe jeder Katze nach. Punkt. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Es ist eine Katze. Ich bin ja mal gespannt, wo uns diese Katze hinführt. Hier wolltest du uns hinführen? Ah, und hier ist, haben wir wieder eine Puppe gefunden. Püppchen. Ja, okay, gut. Das haben wir schon mal gelesen. Wir haben ein Püppchen gefunden. Für mich? Oh, das ist ja lieb. Hallo? Dunkel. Hier in der Ecke ist es sehr dunkel. Darf ich mich bewegen? Hallo? Noch nicht? Nein? Schade. Ah, jetzt darf ich mich bewegen. Okay, kann ich die Katze streicheln? Ich mach dir keine Angst, was? Oh. Ist das süß. Ist das süß. Okay. Ich habe eine Katze gestreichelt. Jetzt bin ich glücklich. Perfekt. Dann gucken wir doch mal, wo führt uns denn der Weg zur Hauptquest hin? Ich würde mal vermuten, hier entlang. Finde Robin. Okay, das sieht gut aus. Und hier sind offenbar die Felder. Mehr oder weniger inmitten der Stadt. Oder, naja, etwas am äußeren Rand. Aber es sieht irgendwie schöner aus. Auch wenn ich mich natürlich frage, wie diese kleinen süßen Fältchen ja, die ganze Stadt ernähren können. So. Wo steckt denn der Robian? Und was ist das für ein cooler leuchtender Baum da hinten? Okay. Ich will zu diesem Baum. Bitte, hört sofort auf damit! Klingt nach Ärger. Ah. Hey, was ist hier los? Sir Robin will unseren schönen alten Weichenbaum schänden. Er ist ein bisschen außer sich. Das Blaue im Bauch und die Blumen auch. Wir haben ihm erklärt, dass er hier im Hain nicht willkürlich Bäume fällen darf. Das dort ist unsere letzte Weiche. Schon gut. Entspannt euch mal, okay? Er hat 20 Jahre lang im Bruch gelebt. Er braucht einfach Zeit, um klarzukommen. Er ist bald wieder der Alte. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vater! Vater! Ich bin's! Orden! Ordi, mein Kind, was machst du denn hier? Wir wollten uns doch dort treffen. Wie soll das denn gehen, wenn du hier bist? Ist schon gut. Ich begleite dich, dann sind wir gemeinsam da. Entschuldigt bitte. Seid doch so gut, Sir Robin. Gebt mir die Axt. Bitte, Vater, gib sie ihm. Bitte. Danke. Wir kommen zurecht. Gebt nur Acht, dass er nicht... Wird er nicht. Ihr habt mein Wort. Oh, Orden. Ich bin so ein Narr. Du bist kein Narr. Ich glaube an dich. Ich sagte, du würdest diesem Baum nichts tun, aber ich... Jetzt oder nie.
Schon wieder Gesetze brechen? Ich bin nicht stolz darauf. Aber es ist zum Wohle Athias. Und wenn mein Vater glaubt, dass es hilft, dann glaube ich es auch. Hey, Bob. Das Mädchen aus der anderen Welt. Ja. Ich hab deine Notizen zu den Portalen. Den Torana? Oh je, es ist noch schlimmer, als ich dachte. Nee, Verzeihung. Mein Geist ist nur wackelwappelig. Wabbelwackelig. Wusch? Wusch, wusch, wusch. Ja, wusch. Ich brauche einen Wusch nach Hause, wo ich herkam. Dafür muss ich diese Tante killen, falls ich überlebe. Das wirst du. Was, nach Hause kommen oder die irre Tante killen? Entweder oder. Vielleicht beides oder gar nichts. Ah! Wer weiß das schon? Vielversprechend. Ja. Ja, ja, ich verspreche's. Ich werde dich wuschen lassen. Du hast mein Wort. Herrlich, das Wort eines Tatagreises. Darauf ist Verlass. Yay. Wie komme ich denn in den Hain? Gehen wir nach Hause. Odi! Ja. Na komm. Wir sehen uns später. Hey, Ralf. Will ich jetzt wirklich ein Gespräch mit Ralf führen? Na komm, fürs Let's Play. Apropos Bob, wieso ist er nicht zum Zombie geworden? Er hat den Bruch mit uns durchquert. Nun, er war ja ohnehin schon eine Art Bruchzombie. Ja, okay, wow. Das war jetzt aufschlussreich. Schon seltsam, dass Orden so viel an Bob liegt. Seltsam? Warum? Na, ich habe keine hohe Meinung von meinen Eltern. Jahrelang allein gelassen zu werden, ist anscheinend nicht für jeden so tragisch. Warum sollte es? Menschen sind nun mal schrecklich komplizierte Geschöpfe. Olivia. Ich kannte die Kleine kaum, aber ich denke oft an sie. Sie hatte Feuer. Doch es wurde ausgelöscht. Jemand muss dafür büßen. Okay, das war ein kurzes Gespräch. Lass uns jetzt das Archiv besuchen. Das ist in der Oberstadt, oder? Ich muss gestehen, ich finde diesen Baum echt cool. So einen möchte ich auch in meinem Garten Was haben. Was ist denn das für ein freakiger Baum? Interessanterweise scheint er sein Aussehen nicht dem Bruch zu verdanken. Dieses blaue Licht, woher kommt das? Manche glauben, es handle sich um destillierte Lebenskraft. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Okay. Dann machen wir uns jetzt einmal auf den Weg in die Oberstadt. Hey, du da! Und wir reden einmal mit ihr. Es geht um Sir Robier, nicht? Eigentlich geht es um alles. Auch um die Stadt. Wir schulden dir unseren Dank. Ohne deine Hilfe hätte es wohl noch mehr Opfer gegeben. Es hat nicht gereicht. Bitte. Ich weiß, dass du trauerst. Aber verlier nicht den Mut. Der Bade auf dem Platz, Wallace. Kennst du ihn? Er mag ja ein alberner, aufgeblasener Spinner sein, hat aber zweifelsohne Talent. Vielleicht täte dir ein Lied gut. Für wahr, seine Musik hat die Macht, die Seele zu umschmeicheln. Ach. Warte, sag bloß, sie ist ernsthaft? Dieser närrische Quatsch.
Schön. Wir fragen sie überhaupt, ob sie die Freundin ist. Nein, natürlich nicht. Ich hege keine... Ich meine, klar, ich... Ach, egal. Seine Musik spendet mir Mut, das ist alles. Mhm. Sie gibt mir das Gefühl, auf eine bessere Zukunft hoffen zu können. Wow, ich muss wohl besser hinhören. Du willst dich Tanta Syla stellen, nicht wahr? Meine Familie gehörte lange zu ihren treuesten Beschützern. Auch wenn ich auf dieses Erbe kaum noch stolz sein kann. Gib Acht. Mit ihr ist wahrlich nicht zu spaßen. Okay, gut. Die eifrige Schwertmaid und der närrische Barde? Was für ein Paar. Ja, wie aus einem kitschigen Liebesroman. Gut, darf ich mich jetzt wieder bewegen? Ja, das ist aber freundlich. Okay, hier mit den Kindern könnten wir noch quatschen. Zum Glück ist die Ernte noch heil. Mein Papa sagt, ohne Getreide müssten wir alle verhungern. Okay, gut. Das war kurz. Wir sollten wirklich mehr über Syla in Erfahrung bringen, bevor wir aufbrechen. Dann laufen wir mal wieder in die Oberstadt. Was ist das hier? Okay, das ist theoretisch nur irgendwas Kurzes, wie es aussieht. Das lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Du schon wieder? Und dann laufen wir einfach mal hier rum, hinter den prunkvollen Kleidchen der Damen und Herren her. Halt, stopp. Da ist eine Nebenaufgabe. Wir können noch nicht aus der Stadt. Wie sollen wir bitte einen unbekannten Feind besiegen? Die sieht aus wie meine Katze. Mal sehen. Also, bis auf die Tatsache, dass, Was ist der Plan? Meine Katze nur ein Auge hat. Aber ansonsten sieht sie genauso aus wie meine kleine Katze. Hier wolltest du uns hinführen? Sehr cool. Und wir kriegen noch ein Püppchen. Und wir kriegen noch ein Püppchen. Toll. Für mich? Oh, das ist ja lieb. So, ja, komm, Questing, geh weg. Ich will die Katze streicheln. So. So viel Zeit muss sein. Du bist nicht Homer, aber süß. Ziemlich süß. Okay, sehr cool. Haben wir das auch erledigt und damit weiter Richtung Hauptquest. Aber es ist echt krass, so eine Stadt ohne Grün, ohne Farbe, alles nur so weiß, beige. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie sehr wenig abwechslungsreich. So, dann schauen wir uns jetzt erstmal hier im Archiv um. Das ist also das Archiv. Fang auf! Wow! Was ist das? Und wer bist du? Ich bin die Archivarin. Orden meinte, du wärst clever. Weißt du nicht, was ein Buch ist? Nein, ich weiß, was ein Buch ist. Sie ist nicht aus wie eine Archivarin. Und du siehst nicht aus wie eine Heldin. Vielleicht, weil ich keine bin. Ich war eine Schmiedin, früher. Hab Waffen für die Frau gefertigt, die unsere Stadt überfiel. Sie und ich standen uns nah. Sie vertraute mir. Und ich vertraute ihr. Sorry. Sei es drum, waren andere Zeiten. Sie war eine andere. Und ich auch.
was zum... Hopp, hopp! Kann's sein, dass in dieser Stadt alle komplett plemplem sind? Okay, wie wird man von einer Schmiedin zu einer Bibliothekarin? Archivarin. Und eine kluge Frau weiß, sich den Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen. Fang auf! Was ist das? Na, ein Lageplan von Silas Burg. Wer bist du, die gute Fee, oder was? Ich heiße Johidi. Und du legst dich also mit Zeiler an, hä? Huh? Mein Name ist Frey. Und es klingt, als würdest du mir das nicht zutrauen. Tanta Zeiler ist die stärkste und die furchtbarste aller Tantas. Sie befehligte die Armee. Sie zerquetschte die Schwachen auch ohne die Waffen, die ich für sie fertigte. Zerquetschte sie mit ihren bloßen Händen. Vielleicht überlege ich mir die Sache nochmal. Ach, diese alte Krähe will sich doch nur wichtig machen. Du würdest uns einen großen Dienst erweisen, wenn du sie tötest. Denn ohne Tanta Syla könnte die Verderbnis im Reich nicht fortschreiten. Aber nein. Ich glaube nicht, dass dir das gelingt. Ach, bevor du gehst, solltest du dich auf jeden Fall über die Tanta schlau machen. Das Archiv ist voller Bücher über sie. Sie ist definitiv nicht die gute Fee. Okay. Burg Praenost, Lageplan und okay, die Burg sieht sehr riesig aus. Der Lageplan zur Burg Praenost, den Frey von Johidi bekommen hat. Er stammt aus der Zeit, als die Anlage gebaut wurde, stimmt also eventuell nicht exakt mit dem heutigen Grundriss überein. Allem Anschein nach ist die Festung beinahe uneinnehmbar, mit Mauern, die so gut wie jeden Feind fernhalten können. Aber interessanterweise scheint es einen schmalen Gang zu geben, der von den Mauern direkt zum Thronsaal im Herzen der Burg führt. Ja, wie praktisch! Gut, und wir sollen uns schlau machen über die Tantas. Schön. Wen haben wir hier? Du suchst Bücher? Wirklich? Nee. Es tut mir leid, nur heutzutage interessiert sich in Sipol niemand mehr für Bücher. Schön. Man ist in einem Archiv und es wird sich gewundert, dass man nach Büchern sucht. Ganz komisch. Eine Geschichte der Tantas. Seit Menschengedenken wird unser Land von den Tantas regiert. Gelobt seien ihre Namen. Wie sie zu ihren Kräften gelangt sind, kann niemand von uns wissen. Wir können ihnen nur für die unzähligen Male danken, die sie uns vor Katastrophen bewahrt haben. Am erstaunlichsten und bedeutendsten von all diesen Begebenheiten war freilich ihre Auslöschung der schädlichen Reddick. Die Tantas haben nichts weniger verdient als unsere bedingungslose Liebe und unseren Respekt, denn sie sind es, die uns in Aethia zu dem machen, was wir sind. Sie herrschten also in Aethia. Und sie waren irgendwann mal beliebt. Ja, aus heutiger Sicht kaum zu glauben. Okay. Das war jetzt noch nicht so super aufschlussreich, aber wir erfahren bestimmt noch mehr. Der Niedergang der Tantas. Aha. Ohne Vorwarnung wurden unsere einstigen Beschützerinnen zu Unterdrückerinnen. Der Unterschied in ihrem Verhalten war wie Tag und Nacht. Urplötzlich waren sie aggressiv und voller Hass. Die Tantas, Syla und Prath vertrauten niemandem mehr und fügten sogar Unschuldigen absichtlich Schaden zu. Die Tantas Zinta und Olos waren wie vom Erdboden verschluckt und lieferten ihre Untertanen der sich nähernden Verderbnis aus. Dies ist der traurige Zustand, in dem Aethia sich heute befindet. Ein Niemandsland, in dem die Angst allein regiert. Die Leute hier sind nicht zu beneiden. Wie sie behandelt wurden, ist echt krass abgefuckt. Das sehen die meisten bestimmt ähnlich. Soweit, so gut, da... Mal sehen. Bericht zur Wunderforschung. Da wollte ich noch gar nicht hin. Er scheint detailliert zu analysieren, wieso genau die Magie der Tantas so mächtig ist.
Zauberkunst-Herausforderungen. Wie Herausforderungen? Okay. An vielen Orten Aethias findest du alte Bücher, in denen Herausforderungen beschrieben werden, mit deren Hilfe sich Freys Zauber weiterentwickeln lassen. Okay. Wähle einen Zauber aus, nimm die damit verbundene Herausforderung an und erfülle die Anforderungen, um den Zauber aufzuwerten. Im Menü unter Magie kannst du nachsehen, welchen Herausforderungen du dich bereits gestellt hast. Oh Gott. Okay, dann gucken wir uns erstmal das hier an. Sammle Kraft und greife Gegner innerhalb von 60 Sekunden an. Okay. Und was müssen wir hier machen? Triff mindestens 3 Gegner gleichzeitig mit einem einzigen Angriff. Okay. Kann ich auch. Okay, ich kann sie gleichzeitig annehmen. Das ist schön. Das Ding hier nutze ich bisher eigentlich so gar nicht, das Schild. Oh, der Sprint, der Lauf hat auch Herausforderungen. Weiche Angriffen mithilfe des magischen Parcours aus. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Okay. Dann haben wir unsere 3 Sachen erstmal angenommen. Ich frage mich, ob du nicht etwas daraus lernen könntest. Vielleicht ein paar Tipps und Tricks für deine eigene Magie? Ja, vielleicht. Das wäre gar nicht übel. Okay. Sehr schön. Dann hatte ich hier noch ein Buch gesehen. Der Vormarsch der Verderbnis. Während die Verderbnis unaufhaltsam unsere Heimat zerstörte, uns unser Essen, unsere Häuser und sogar unser Leben raubte, beteten wir darum, von den Tantas gerettet zu werden, die Aethia schon vor so vielen Übeln bewahrt hatten. Als die Kognoszenten uns berichteten, was sie herausgefunden hatten, zitterten wir bereits vor Angst und konnten es einfach nicht glauben. Tatsächlich strömte die Verderbnis aus den Burgen der Tantas und unsere einstigen Beschützerinnen waren vielleicht die Quelle der Zerstörung, die über uns gekommen war. Aha. Warte, die Tantas haben den Bruch erzeugt? Was geht eigentlich mit denen? Diese Frage hat sich vermutlich so mancher frühere Untertan schon gestellt. So super toll scheinen diese Tantas wirklich nicht mehr zu sein. Okay, verschlossene Labyrinthe. Hatten wir die nicht schon? Okay, egal. Eines der möglicherweise größten Mysterien Aethias ist die Wahrheit hinter den verschlossenen Labyrinthen, die es überall im Land gibt. Man weiß nicht genau, welche Art von Magie sie versperrt hält. Es ist möglich, dass die Tantas sie selbst verschlossen, da sie bekanntlich die einzigen sind, die sie je betreten haben. Gerüchten zufolge handelt es sich bei den Labyrinthen um tückische Orte, die von furchterregenden Bestien bewacht werden. Was die Frage betrifft, worauf diese Bestien dort wohl aufpassen, die Tiefen der Labyrinthe sollen uralte Relikte sowie von der ersten Tanta höchst selbst verfasste Schriften beherbergen. Hm. Was wir da gelesen haben. Das hat die allererste Tanta geschrieben. Und es scheint noch mehr dieser Botschaften zu geben. Kann ich schaden, mehr rauszufinden. Halten wir einfach die Augen offen. Okay. Also hatten die Tantas Superkräfte, mit denen sie Aethia beschützt haben. Und das Volk hat sie dafür geliebt. Angebetet sogar, aber dann ist irgendwas passiert. Anstatt die Leute weiter zu beschützen, haben sie angefangen, sie zu quälen. Und dann ist der Bruch erschienen. Eine präzise Zusammenfassung. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wieso sind sie auf einmal so ausgetickt? Das reicht fürs Erste. Ich glaube, die Tanta Basics habe ich jetzt geschnallt. Dann schlage ich vor, aufzubrechen. Okay, ich möchte aber... Nein, okay, da kommen wir wahrscheinlich nur wieder zu dem Buch, also... werden wir das mit dem Aufbrechen doch gleich einmal in Angriff nehmen. Ja.
Ich laufe jetzt aber einfach mal hier den Weg entlang. Vielleicht finden wir hier ja doch noch irgendeine kleine Nebenquest. Oder eine Katze, die es zu verfolgen gilt. Man weiß es nicht. Die Katze hatten wir uns schon angeguckt. Die hat aber jetzt nicht groß für ein Püppchen in unserem Inventar gesorgt. Okay. Musst du noch etwas erledigen, bevor wir aufbrechen? Würdest du dich bitte beeilen, wenn du hier noch nicht fertig bist? Okay, neue Abstecher sind verfügbar. Na gut, wir gucken uns das einmal auf der Karte an. Was haben wir denn da? Okay, hier ist ein Abstecher. Und ansonsten... Das hier ist auch noch einer. Ich glaube, der ist auch noch innerhalb der Stadtmauern. Okay, wir markieren uns einmal den da und laufen da einmal schnell hin. Denn die beiden Abstecher würde ich ganz gerne noch mitnehmen, bevor wir dann am Ende jetzt die Stadt verlassen und vielleicht danach diese Nebenquests nicht mehr machen können. Ich würde aber ehrlich gesagt sehr gerne den magischen Parcours hier nutzen können. Dann wären wir um einiges schneller. Aber na gut. Was ist das denn hier? Irgendwas ist da oben auf der Mauer. Wahrscheinlich irgendein... Mist. Irgendein Item, das wir einsammeln können. Und ich hätte das, glaube ich, ganz gerne. Ne, hier komme ich leider nicht hoch. Na gut. Dann müssen wir wohl balancieren. Gott sei Dank ist das gar nicht kompliziert oder schwierig auf dieser Mauer. So, was haben wir hier? Eine alte Münze. Okay, gut. Dann hat sich das ja wenigstens gelohnt. So, dann laufen wir einmal ganz schnell nach da hinten an die Mauer. Was haben wir denn hier? Eine Katze! Wo will sie hin? Juhu! Was ist der Plan? Wo führt uns diese Katze hin? Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage zu einem Püppchen. Und ich hoffe nicht, dass wir dieses Püppchen aus einem Grab holen müssen. Oder aus einem Schaf. Wie würdest du uns hinführen? Ah, nein. Nicht aus einem Schaf, Gott sei Dank. Okay, und wir bekommen jedes Mal wieder das wunderschöne Tutorial dazu. Okay. Aber schön, dann streicheln wir natürlich auch diese Katze nochmal. Ah, du bist einfach niedlich. Es ist so süß. Ich möchte jede einzelne dieser Katzen haben. Wenn ich ehrlich bin. So. Und dann gucken wir noch einmal schnell auf die Karte und markieren uns einmal diesen Abstecher. Das klingt irgendwie immer ganz komisch, wenn man das sagt. Abstecher. Ich weiß nicht. Nenn es doch einfach Nebenquest. So. Und die Treppen wieder rauf. Diese Frau muss Beine haben, das ist unglaublich. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt noch für eine Nebenquest erwartet.
Aber da sie uns in Richtung der Taverne führt, wird das diesmal wahrscheinlich keine Katze sein, denke ich. Aber wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht sitzt da auch einfach ein Hallo. Kater. Was darf sein? Ach echt jetzt, das hier ist es? Ja. Sieht irgendwie so aus. Ich sehe hier jetzt keine richtige Nebenquest. Na gut, komm. Wir würfeln nochmal. Im schlimmsten Fall kriegen wir halt einen Buff dazu. Schaden kann es auf gar keinen Fall. Juhu. Na, sieh dir das mal an. Cool, okay. Dann bis bald, hm? Laufen wir jetzt einfach mal schnurstracks in Richtung Ausgang. Und verlassen Sir Paul erneut. Und ich bin gespannt, wohin es uns jetzt führt und ob wir jetzt doch noch etwas mehr erkunden können. Ich nehme mal ganz stark an, dass das so sein wird. Und wir dürfen diesmal sogar durchs Haupttor raus. Und die nächste Phase des Plans sieht vor, dass alle Stadtbewohner evakuiert werden an ein... Hallo. Guten Tag. Du! Warum bist du noch in Sipol? Du kannst Tanta Sailas Zorn nicht entgehen. Feinden gewährt sie keine Gnade. Niemals. Ist sie aus Palenost? Sie scheint Sailor zu bewundern. Hm. Vielleicht weiß sie etwas über sie. Okay. Hier können wir nochmal diese Ratsherrin, das Ratsmitglied, ich weiß nicht mehr, welche Position sie innehat, ein bisschen ausfragen. Das ist immer gut. Sie ist die Tanta der Stärke. Gesegnet mit der Macht, Körper und Geist zu stählen. Das klingt gefährlich für uns. Und sie hat noch mehr Gaben. Als Anführerin erzittern ganze Armeen unter ihrer strengen Disziplin. Ihre Anwesenheit auf dem Schlachtfeld reicht aus, um ihre Feinde mit Furcht zu erfüllen. Ja, schon verstanden. Sie ist eine eiskalte und knallharte Bitch. Okay. Mal schauen, warum hat sie es auf mich abgesehen? Du bist in ihr Reich eingedrungen. Du bedrohst sie. Und deshalb kann sie dich nicht tolerieren. Nur weil ich eine imaginäre Grenze verletzt habe? Shit, hätte einen Pass mitbringen sollen. Es gibt kein nur, wenn man heiligen Boden schändet, Mädchen. Insbesondere, wenn dieser Boden einer derart mächtigen Frau gehört. Der Angriff auf die Stadt ist deine Schuld. Tanta Sailor wollte nur die Gefahr ausmerzen. Und da war sie nicht die Einzige. Na gut. Wie war sie früher? Sie war streng mit anderen. Aber nicht strenger als mit sich selbst. Ihre harte Schale birgt ein weiches Herz. Ihr Wunsch, die Menschen in Athia zu schützen. Er treibt sie stets an. Schützen? So heißt das, wenn man alles demoliert und Menschen tötet? Wie soll ich das jemand Verdorbenem wie dir erklären? Ach, lass gut sein. Was interessiert es mich, wer sie ist oder früher mal war? Sie hat Olivia getötet. Nur das zählt. Wirklich wohlgesonnen ist uns diese Dame hier auf jeden Fall auch nicht. Aber gut, haben wir erstmal genug gehört. Solange du verweilst, ist die Stadt in Gefahr. Tanta Sailor sieht sich womöglich gezwungen, uns zu zerstören. Du musst zu ihr und für deine Verbrechen büßen. Oh, ich gehe schon zu ihr. Und wenn ich sie finde, ist sie tot. Okay. Dann mal nichts wie raus aus der Stadt. Hey, Miss! Hä? Mein Freund sagt, dass du ein komisches Leuchteding in der Tasche trägst. Ein Oh, du meinst das? Oh, was ist das? Das nennt man ein Handy. Wie sage ich das? Damit kann man mit Leuten reden, die weit weg sind.
Oder Bilder von dem machen, was man sieht. Wow! Dann heißt das, du kannst damit Bilder machen? Außerhalb von Sipol? Ja, schätze schon. Ich kenne das Umland bisher nur aus Büchern. Könntest du uns Bilder bringen? Klar, kann ich machen. Aber erwartet nicht zu viel, okay? Ich bin keine Profifotografin. Ich weiß nicht, was das ist, aber danke. Ich freue mich so. Okay, vielleicht kein wertloser Schrott. Das heißt, wir dürfen jetzt Fotos machen. Yay! Fotospots. Mache Fotos an den Fotospots, die auf deiner Karte markiert sind, um sie den Kindern in Sipol zu zeigen. Je mehr Fotos du schießt, desto mehr Features im Fotomodus werden freigeschaltet. Okay, wow, okay, das ist jetzt nichts, was ich zwingend bräuchte. Ich bin mir sicher, sie werden sich freuen, egal was du ihnen zeigst. Sie haben ja sonst nicht viel im Leben. Vielleicht sollten wir von Zeit zu Zeit vorbeischauen, um sie ein wenig aufzumuntern. Du hast recht. Das wäre kein Aufwand, aber es würde ihnen viel bedeuten. Okay. Die Fotospots nehmen wir natürlich mit. Aber neue Features im Fotomodus sind jetzt nichts, was wirklich großartig von Bedeutung wäre. Und abermals verlassen wir die Stadt. Also, bist du bereit? Ja. Zeit, dass die Alte stirbt. Okay. Die auf Ordenskarte markierten Orte wurden auf der Weltkarte eingetragen. Klar. Hey, der Weg ist ja zum Glück gar nicht weit. Träumchen. Oh Gott. Aber okay. Ganz toll. Okay, und scheinbar sind hier doch noch irgendwelche Abstecher gewesen. Aber darum kümmern wir uns entweder später oder vielleicht noch gar nicht. Reise. Unser erstes Ziel sollte die Festung sein. Von da ist die Burg nicht weit. Du bist wirklich allwissend, oder? Nein, ich habe lediglich die Karte studiert. Okay. Ich meine, das hier ist doch auch die Gegend, aus der wir vorhin gekommen sind. Und ich würde die Folge auch an dieser Stelle beenden. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann, ja, die weite Welt hinter Sipol an. Nachdem wir jetzt ja schon einen Einblick bekommen haben in dieses, ja, in die Open World sozusagen. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier noch erwartet, was wir noch lernen werden. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.